Was geht ab? Bildungselite. Zum Glück habt ihr den Vorspann hier nicht mitbekommen. Ich habe mich gerade totgelacht. Aber ich habe mir die Christina mal wieder besorgt und wir haben uns was richtig Cooles überlegt, nämlich gar nichts. Also ich habe mir keine Fragen überlegt. Christina weiß nicht, worum es gehen wird, aber ich habe ein Thema. Und wer Christina und mich kennt, der weiß, dass auf jeden Fall ein Gespräch daraus entstehen wird. Und ich möchte heute mit dir mal ein wenig lästern. Bist du bereit? Gerne. Erstmal Ja, herzlich willkommen super. zurück, Christina. Schön, dass du da bist. Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung, die spontane, die wir gestern Abend ausgemacht haben. Also wie gesagt, ich freue mich sehr aufs Gespräch, weil ich mich nicht gestresst habe, weil ich nichts vorbereitet habe. Und deshalb, ja, geil, Ja, ich perfekt. wurde gerade noch schön geblitzt, Also, weil ich mich beeilt habe, aber naja, das so wird muss das teuer, sein. teurer Podcast hier. Nein, und zwar, alle, die mich auf Instagram verfolgen, wissen ja, dass ich mich manchmal in deine Hände begeben habe, um mal mich durchchecken zu lassen. Das hat jetzt den Hintergrund gehabt, dass ich so ein, zwei Kleinigkeiten habe, wo ich mich gefragt habe, so, okay, wo kommt das alles her? Ich will da gar nicht jetzt groß ins Detail gehen. Aber dann ging das los bei dir mit riesiger Anamnesebogen. Ich glaube, ich habe noch nie so lange einen Anamnesebogen ausgefüllt. Ich meine, es waren 12 DIN-A4 Seiten. Ich musste teilweise mal Ja. sogar meine Mutter anrufen und fragen, wie lange sie mich gestillt hat. Der wird auch immer länger, der Bogen. Ja, gut, ich glaube das auch. Und daraufhin bekam ich halt eine Liste von Werten, die ich abnehmen sollte, die in viele hunderte Euro-Bereiche gingen. Wo ich mich erst geärgert habe, aber im Nachhinein sehr glücklich drüber bin, denn wir haben da so ein paar Sachen aufdecken können. Und darüber möchte ich eigentlich mal so ein bisschen mit dir reden, denn es ist ja heutzutage gang und gäbe bei Coaches, zumindest bei den meisten, wenn nicht, heißt es glaube ich auch Lauf, dass man ein Blutbild macht, wenn man irgendwie ins Coaching geht. Ich habe aber so den Eindruck, dass da so ein paar Standardwerte einfach abgenommen werden, dann drauf geguckt wird, sind die in Range oder nicht. Wenn sie nicht in Range sind, wird geguckt, wie weit sind die außerhalb der Range, und dann wird meistens nur noch genickt und dann wird losgelegt. Es wird eigentlich gar nicht wirklich mit diesen Blutwerten gearbeitet. Und ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen. Erstmal so: A, sollte ein Coach überhaupt Blutwerte abnehmen? B, was bringt es, wenn der Coach diese Blutwerte abnehmen lässt, aber gar nicht wirklich weiß, wie er damit umgehen soll? Und C, wer ist überhaupt in der Lage, sowas überhaupt zu deuten, also so ein Blutbild wirklich auszuwerten? Und darum soll es heute gehen. Und ich glaube, das ist für viele hier Mehrwert. Ganz wichtig nochmal voraus, ich möchte hier nicht irgendwelche Coaches bloßstellen oder persönlich angreifen oder irgendwas. Jeder hat so seine Expertise. Aber ich glaube, bei vielen gehört halt das Blutbild nicht dazu. Ja. Generell erstmal, wie wichtig ist es, Christina, dass wenn man zu einem Bodybuilding-Coach geht und man vielleicht jetzt Bühnenambitionen hat oder einfach nur im Lifestyle unterwegs ist, dass ein Coach ein Blutbild mit dir macht und das auch gegebenenfalls lesen kann? Du hast jetzt auf jeden Fall drei Fragen Nach und reingeschmissen. nach. Ich wollte gucken, wo es hingeht in diesem Ja, Gespräch. also zu allen Sachen kann ich einiges sagen und zu manchen habe ich selber sogar auch gar keine Lösung. Da kann man nur drüber, also. Ja, wo fange ich an? Also Punkt 1, Blutbild macht für jeden Sinn. Egal, ob er Bodybuilding macht oder Lifestyle-Klient ist oder sonst was. Also ich finde es einfach schade, dass wir unsere Gesundheit heutzutage so zurückstellen. Weil es zählt mehr die Leistung, ob du wirst ja gefeiert, wenn du krank zur Arbeit gehst. Damit geht es ja schon los, ne? Also es wird nicht akzeptiert, dass du krank bist und zu Hause bleibst, dann bist du. Oh mein Gott, die Pussy oder keine Ahnung was. Also ich bin krass, ich habe Überstunden gemacht und ich schlafe nur kurz und bla bla. Also es geht ja allein schon in die falsche Richtung, was heutzutage gut und normal ist. Also und es werden die teuersten Sachen und Materialien gekauft, wie keine Ahnung, Handy, ein Stativ im Training, die teuerste Kleidung. Urlaube werden bezahlt oder Tätowierungen, die keine Ahnung schon im dreistelligen Bereich sind bei manchen, weißt du? Ja. Ja, ist ja, also du bist ja nicht der Einzige, ne? Heutzutage, ich suche dringend einen Mann ohne Tattoos, finde den mal heutzutage, weißt du? Wofür? Ja, also ich ehrlich gesagt, ich wollte früher unbedingt den ganzen Arm so tätowiert haben. Und ich hatte extreme Angst vor Nadeln und Spritzen. Jetzt gehe ich ja mittlerweile freiwillig zur Infusion. Aber ich hatte richtig Angst und habe es deshalb nie gemacht. Und heutzutage bin ich so glücklich, dass ich Angst davor hatte und es nie gemacht habe. Aber jetzt weiß ich ja mittlerweile, wie scheiße das ist. Aber egal, anderes Thema. Es wird auf jeden Fall die falschen Prioritäten gesetzt. Es wird so viel Geld für alles Mögliche ausgegeben.
Wirklich. Und dann wird die Gesundheit halt einfach hinten angestellt. Also Gesundheit wird daran gemessen, ja, keine Ahnung, wie oft man krank ist im Jahr, aber das ist ja auch nicht alles. Also kannst du gut schlafen? Sind deine Hormone in Balance? Funktioniert deine Verdauung gut? Kannst du jeden Tag auf Toilette? Und ist das dann auch normal und nicht, also alles andere als normal, dass es stinkt, andere Konsistenz, Farbe und so weiter, darüber kann man ja auch extrem reden. Viele bemessen Gesundheit einfach nur, wie oft sie im Jahr einen Infekt haben. Aber das ist das ja auch nicht. Also Leistungsfähigkeit, sich konzentrieren zu können und so weiter, das zählt ja alles mit rein. Und dann wird das Auto, keine Ahnung, jedes Jahr zum TÜV oder zur Wartung gefahren und da wird präventiv geguckt, ob das Auto gut ist. Und das wird auch bereitwillig gezahlt, alles, was das Auto angeht und so weiter. Aber wir Menschen, dann ist es irgendwie so, mit der Krankenkasse, dadurch, dass wir diese Scheißkarte haben, denken wir halt so, die Verantwortung haben wir an diese Karte geknüpft. Also alles, was die Karte übernimmt, scheint ausreichend und gut zu sein. Das heißt, wenn mir Blutbilder nicht bezahlt werden, dann wird es anscheinend auch nicht nötig sein. So sagt das ja auch der Arzt. Ist ja auch einfach so. Und da ist dann halt immer einfach die weiß nicht, die Priorität an falscher Stelle, dass man an sich selber so geizig ist, also wirklich Geld auszugeben. Das ist die eine Sache, weil eigentlich, wenn wir jedes Jahr präventiv ein Blutbild machen würden, klar, am Anfang kommen extrem viele Kosten drauf, weil man mehr Marker abnimmt, je nachdem, was für Beschwerden man hat. Aber irgendwann, wenn man das jedes Jahr machen würde, präventiv, wäre das ja irgendwann ganz, dann würden die Werte sich ja immer mehr reduzieren. Und auch allein schon, was für eine, es gibt ja extrem Studien und Ausrechnungen, wie viele Kosten die Krankenkasse letztendlich eher sparen würde, wenn sie mal präventiv arbeiten würde. Aber das ist ja, egal, das ist ja ein ganz anderes Thema, Ja, warum genau. gesunde Menschen nicht gewollt sind. Aber also erstmal das zum Blutbild, dass es halt einfach für jeden Sinn macht, einmal im Jahr zu jemandem zu gehen, der sich auskennt und einfach drüber gucken zu lassen. Und da gehört diese Anamnese, von der du gesprochen hast, halt einfach unbedingt dazu. Weil ich weiß ja auch nur, also es gibt tausende Blutwerte. Ich könnte so viel abnehmen, aber das kostet alles Geld. Ja. Und erstens, diese Blutbilder kann man nicht, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Blutbilder ohne den Menschen komplett wie dich zum Beispiel auseinandergenommen zu haben mit dieser Anamnese, wie ich das richtig deuten sollte. Dann verstehe ich doch gar nicht, warum ist das Blutbild so? Oder warum nehme ich welche Werte ab, wenn ich diese Standardwerte abnehme? Da entgehen mir manchmal ganz, ganz wichtige Details, die ich sonst gar nicht gesehen hätte. Und deshalb ist es halt einfach wichtig, diese richtige Anamnese mit dem richtigen Blutbild jedes Jahr zu machen. Und das ist egal, ob Bodybuilder oder sonst was. Und dann ja deine zweite Frage, ob Coaches das machen sollten. Also, keine Ahnung, ich bin da ehrlich gesagt zwiegespalten, weil erstens finde ich mega gut, dass immer mehr Leute ja bereit sind, überhaupt ein Blutbild machen zu lassen. Andererseits sehe ich halt das Problem, dass mir das oft so vorkommt, als ob jeder Coach, weil die merken, okay, die Leute interessieren sich mehr für Gesundheit, was ja toll ist, aber das ist so, es kommt halt super toll rüber, wenn man, also kompetent, wenn man so sagt, ja, machen wir mal ein Blutbild davor. Einfach nur, weil der Coachie dann so denkt, oh mein Gott, der muss ja voll Ahnung haben, der hat jetzt einmal mein Blut gecheckt, dann ist ja alles super und so. Aber die schreiben dem Coach heutzutage so eine krasse Kompetenz zu. Also der Coach ist Physio, der ist Arzt, der ist Psychologe. Psychologe, der ist Apotheker und so weiter. Aber da muss man einfach mal so, der Coach ist der Coach. Du gehst ja, also die meisten gehen dahin, weil sie eine bestimmte Form auf der Bühne haben wollen. Aber der Coach ist in seltenen Fällen, auch wenn er so tut, kein Gesundheitscoach. Der Richtig. macht einfach das, was er gemerkt hat, das bei allen funktioniert. Macht er dann halt auch bei dir. Aber es ist auch egal, ob es besser hätte funktionieren können, vielleicht auf gesünderen Weg. Das ist scheißegal, die meisten arbeiten einfach aus Erfahrungen. Und natürlich, die sind Gold wert, aber das ist nicht Gesundheit. Viele auch, wie die Coaches entschieden werden zu nehmen, ne? Die sehen, oh mein Gott, die sah auf der Bühne so geil aus und dann geht ja der Hype, dass alle zu dem Coach gehen, die zum Beispiel auf der Olympia stehen oder so. Aber vielleicht sollte man eher mal die Leute fragen, die diese Form haben. Wie bist du gesundheitlich? Hast du jetzt irgendwelche bleibenden Schäden? Hast du hormonelle Beschwerden? Wie ist dein Darm überhaupt? Kannst du nur noch Rice Meal und Whey vertragen oder kannst du auch noch andere Sachen essen? Also das ist halt mega wichtig, weil zu mir kommen ja auch immer mehr Leute, die sagen,
der Coach hat mich komplett kaputt gemacht, ich bin gesundheitlich am Ende. Und wenn man sich die Bühnenbilder anguckt, wenn ich mir die angucke, denke ich auch so, ja, tolle Form. Aber man weiß nie, was steckt denn hinter dieser Form? Sind diese Leute gesund? Deshalb würde ich, wenn es mir wirklich nur um die Form geht und ich auf die Gesundheit scheiße, okay, dann geh zu dem Coach, der super Leute auf die Bühne stellt, dann mach das. Aber wenn es dir wirklich ein bisschen um Langfristigkeit geht, was du deinem Körper antust, weil vielleicht ist dir mit 50 nicht mehr wichtig, wie krass, wie viele Muskeln du hast, weil es gibt noch viel wichtigere Sachen auf der Welt, und zwar Gesundheit. Weil das ist nicht nur so ein blöder Spruch mit, Leute haben tausende Wünsche, ein kranker Mensch hat nur einen. Es ist halt wirklich so. Ich weiß das selber, weil ich hatte auch extrem viele Beschwerden und ich habe mir auch nichts gewünscht, außer dass einfach nur alles wieder gut ist. Es gibt nichts Geileres, als wenn man unbeschwert, man schläft gut, man hat Energie, man hat eine gute Verdauung. Jeder kennt das, wenn man, keine Ahnung, Magen-Darm hat und eine Woche Durchfall, man fühlt sich dreckig. Das Also. ist ja genau das, was du sagst. Dieses Bodybuilding ist ja oft dann so kurzsichtig, dass man sagt, man möchte halt jetzt den Weg gehen, dass du in einem halben Jahr perfekt auf der Bühne aussiehst. Aber denkt halt nicht mal, wie sieht es denn überhaupt in 3, 4, 5 Jahren aus nach der Diät, ne? Was bleibt denn davon über? Und ich glaube auch, dass ein langfristig leistungsfähiger Körper irgendwann auch ein besser aussehender Körper sein wird, wenn du Sachen richtig verdaust, wenn deine Hormone Balance sind, wenn du gut schläfst, dann wirst du halt über die Jahre auch eine bessere Form haben, als jetzt vielleicht zu diesem einen Tag X, den du unbedingt anpeilst. Natürlich, auf jeden Fall. Also vor allem bei Bodybuilding muss man das ja auch einfach mal schauen, ne? Die haben alle super muskulösen Körper, aber vom Gesicht her, sorry, was ist dir wichtig? Alterungsprozesse, ja. Also die sehen meistens mit Ende 20 oder manchmal sogar schon mit Anfang 20 aus wie eher 30, Ende 40 oder so, weißt du? Also weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich stehe ja auch so krass im Zwiespalt mit dem Bodybuilding. Habe mich entschieden, mein Pro-Debüt zu machen, aber ich habe darüber 2 Jahre nachgedacht. Ich dachte immer so, ja klar, also ehrlich gesagt, ich liebe Wellness. Ich liebe Olympia-Wellness-Athletinnen. Ich liebe diese Pferdekörper, wirklich. Ich weiß nicht, ich denke so oft über meine Psyche nach, warum ich so krank bin und das geil finde, ne? Ich wüsste es auch gerne. Aber ich bin dann immer so im Zwiespalt und gucke mir dann die Gesichter an oder die Stimmen und denke mir so, ja, für welchen Preis? Also du siehst ja sogar auch nur so aus, wenn, solange du diese ganzen Medikamente oder Hormone und so weiter nimmst. Oder Hormone darf man gar nicht sagen, es sind ja keine bioidentischen Hormone, also die, ja, Medikamente, solange du die Medikamente nimmst. Wenn du die nicht mehr nimmst, dann fällt dein Körper wieder zusammen. Und ich will ja auch gar nicht wissen, wie im Alter dann die Haut hängt, da wo die Muskeln, diese Muskelberge waren und so. Das sind halt alles so Sachen, da muss man sich langfristig mal Gedanken machen. Die Stimme kommt nicht wieder und dein Gesicht, natürlich auf der Olympia haben die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, dass sie sich diese ganzen Operationen im Gesicht leisten können, aber die sehen ja alles andere aus als natürlich im Gesicht. Und dann denke ich immer so, ja, schön, dass die so geile Beine haben, aber zu welchem Preis? Also weiß ich nicht, muss man immer ein bisschen denken, also so langfristig, wie man aussieht, wie man sein möchte. Weil wenn du auch irgendwann deinen Körper so komplett verbaut hast, dann wirst du auch schwer in andere Menschenkreise kommen, weil das dir einfach, du bist abgestempelt. Du wirst, also wenn du einmal so tief im Bodybuilding drin bist und nur noch Leute in dieser Bodybuilding-Bubble hast, dann kommst du ganz schwer auch wieder da raus und vielleicht andere interessante Menschen, die einfach Freude am Leben haben und nicht so viel Wert auf den Körper legen, sondern einfach nur gesund und fit sein wollen und vielleicht dünner sind und aber andere Ziele haben, Finanzen, andere Interessen, und das ist halt super spannend. Deshalb ist es mir halt immer wichtig, dass ich eigentlich meine meisten Freunde kommen eigentlich eher nicht aus dem Bodybuilding. Und ich finde das halt super erfrischend, weil ich könnte auch nicht, ehrlich gesagt, den ganzen Tag darüber reden. Also mich interessiert es auch super. Ich mache ja selber den Sport, aber ja, ich sehe es mittlerweile irgendwie so ein bisschen kritisch. Also Das geht jetzt aber in eine vollkommen falsche Richtung. Darüber ja. will ich gar nicht mit dir reden. Ich wollte jetzt erstmal nur fragen, ich habe mich letztens in einer Fragerunde gelesen, da hat jemand gefragt, mein Coach hat kein Blutbild verlangt oder verlangt kein Blutbild. Sollte ich trotzdem ins Coaching gehen? Und die Antwort daraufhin war, nee, Quatsch, lauf. Also wenn ein Coach kein Blutbild auswählen kann, dann solltest du da nicht hingehen. Jetzt ist aber für mich so die Frage, muss ein Coach ein Blutbild abnehmen können? Weil du hast ja gerade gesagt, hey, der Coach ist vielleicht der Experte in, wie kriege ich dich lean, wie kriege ich dich stark, wie kriege ich dich muskulös, aber halt nicht der Mediziner oder der Biochemiker. Und
Vielleicht sagt er dann in dem Moment, pass mal auf, wenn du ein Blutbild machen willst, finde ich das super, aber geh dann vielleicht lieber zu einem Arzt oder zu einer Heilpraktikerin oder buch ein Coaching bei Christina, die davon wirklich Ahnung hat, weil, müssen wir ganz ehrlich sein, ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass viele Coaches halt sagen, ich mache eine Blutbildanalyse mit dir, weil es mittlerweile zum guten Ton und zur Serviceleistung bei Coaches gehört. Die müssen das einfach machen, ohne aber wirklich eine Ahnung davon zu haben, was sie da überhaupt tun. Und das ist meiner Meinung nach viel gefährlicher als jemand, der sagt, ich mache keine Blutbildanalyse mit dir. Danke, Torben, dass du uns wieder zum Thema gebracht hast. Das wollte ich nämlich genau sagen. Das ist halt das Ding. Ich habe mittlerweile leider das Gefühl, dass es eher einfach, weil es zum guten Ton und kompetent wirkt, dieses Blutbild zu machen. Und dann werden halt die Standardwerte abgenommen, halt Testosteron, SHBG, Schilddrüse, kleines Blutbild, dann noch Ferritin oder so. Also alles, was man sich so, was ja jetzt auch auf Instagram viel, wo man sich selber belehren kann und so weiter kursiert, also die wichtigsten Marker. Die geben auch einen super Anhalt, aber die meisten Leute wissen viel zu wenig damit anzufangen, ehrlich gesagt. Weil die gucken dann halt einfach wirklich nur wieder wie ein Laie drauf, hoch oder unten, ist noch in Ordnung, okay, und das war's. Aber man kann in einem Blutbild, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, so viel rauslesen, also so viel auch Verhaltensmuster und so weiter. Und deshalb weiß ich nicht. Also ich finde es eigentlich gut, wenn ein Coach bei seinen Kompetenzen bleibt und wirklich sagt, ich empfehle dir ein Blutbild zu machen, aber ich habe nicht die Kompetenz, es wirklich gut auszuwerten. Geh doch zu XY. Das wäre eigentlich meiner Meinung nach so der beste Weg. Weil natürlich das Blutbild, das kostet einfach mega viel Geld und ich finde es einfach mega schade, dieses Geld dann sozusagen aus dem Fenster zu schmeißen, weil man ein Blutbild gemacht hat und denkt, ach, ist alles gut, weil mein Coach, der, keine Ahnung, sich ein paar Google-Seiten durchgelesen hat, wie man Blutbilder auswertet, sagt, es ist alles in Ordnung, dann bin ich ja gesund. Aber das ist halt überhaupt nicht so. Also erstens kann man natürlich da auch so Feinheiten, auch wenn es einigermaßen in Ordnung ist, man kann da immer richtig geile Informationen ziehen, was man vielleicht umstellen kann am Lifestyle, was die Verdauung angeht. Man kann die Supplemente besser anpassen und so weiter. Da kann man echt viel mitmachen. Und ich finde das leider irgendwie schade, das Geld schon auszugeben und schon bereit zu sein, das zu zahlen. Und dann macht der Coach damit nichts. Ich kann auch, ich finde es auch schwierig. Also heutzutage auch, was ich so höre, was der Coach alles erhebt. Manche lassen ihre Coaches ja wirklich jeden Tag eine Excel-Liste ausfüllen, wie der Schlaf war, wie das war, wie das war. Und das ist für mich auch mittlerweile irgendwie nur so auf Wichtigtuerei, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil damit machen sie am Ende gar nichts. Es kommt halt super kompetent. Der Coach, die denkt so, oh mein Gott, mein Coach muss ja voll Ahnung haben, dass er wissen will, um wie viel Uhr ich auf Klo war und wie gut ich geschlafen habe und so weiter. Der, oh mein Gott, der kennt sich so gut aus, ich bin in den besten Händen und so. Und am Ende macht er mit den ganzen Informationen gar nichts. Das kann er Richtig. ja auch nicht machen, wenn er 80 Leute im Coaching hat. Also sorry, das geht doch auch nicht. Du kannst die Leute nicht individuell und gesundheitlich betreuen, wenn du so viele Leute hast. Das geht Richtig. einfach nicht. Das geht Und einfach nicht. was du auch gerade schon gesagt hast, meistens kommt dann das Blutbild halt zurück mit diesen 10 ausgewählten Werten, die irgendwie Ja. das Ganze einen groben Rahmen geben, aber überhaupt keine Details irgendwie zulassen. Und dann wird nur geguckt, sind die in Range oder sind die nicht in Range. Wobei Ja. man auch sagen muss, die Range ist halt der Durchschnitt der Leute, die in diesem Labor haben Blut abnehmen lassen. Also der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, wenn du jetzt da, also zu dieser Altersgruppe, wenn das heißt, jetzt deine Schilddrüsenwerte sind vielleicht jetzt in Range oder sind, oder dein Testowert ist noch gerade in Range, heißt es vielleicht, dass du trotzdem einfach einen beschissenen Testowert hast oder einen beschissenen Schilddrüse hast. Na, das hatten wir jetzt bei mir zum Beispiel. Ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, aber hätte ich jetzt die Werte abgenommen, die ich normalerweise bei so einem Blutbild oder bei so einem Coach hätte abnehmen lassen, hätte ich gesagt, naja, die sind ja fast alle in Range, super, bist gesund. So, und du hast jetzt bei mir ja Werte abnehmen lassen, wo ich nur sagte, noch nie gehört, da musste sogar die Dame im Labor mal fragen, was ist das? Können wir das abnehmen? Und das muss dann noch weitergeschickt werden und so weiter. Und da haben wir dann gesagt, aha, okay, da sind hier Auffälligkeiten und das kann man jetzt angehen, da kann man rangehen. Und dann erklärt sich halt auch, warum ein Typ sich vielleicht irgendwie schlapp fühlt, warum er sich müde fühlt, warum er die und die Probleme hat. Und diese Kompetenz hat der Coach in dem Moment gar nicht. Der guckt ja dann halt nur, das sind dann die, woher auch. Er hat ja nicht Medizin studiert, in der Regel nicht, hat ja keine Heilpraktika-Ausbildung, hat ja keine Biochemie studiert. Das ist halt das Ding, also viele Werte,
Das hatte ich ja auch dir gesagt oder bei ganz vielen, ne? Also wenn die das Blutbild zurückkriegen, dann kommen die Werte ja einzeln an. Und dann schicken sie mir oft Screenshots von allen einzelnen Werten und oh mein Gott, der Wert ist zu weit oben oder unten oder was auch immer. Und ich so, bitte entspann dich und schick mir gesammelt diesen Befund zu. Weil das ist halt dieser Fehler. Du kannst keinen einzelnen Wert einzeln betrachten. Die hängen alle miteinander zusammen. Zum Beispiel kannst du ja auch nicht nur den Cholesterin-Gesamtwert betrachten. Du musst dir angucken, wie ist das HDL, wie ist das LDL, wie sind die Triglyceride, wie sind die Leberwerte, weil wo wird Cholesterin denn gebildet? In der Leber. Wenn dein Cholesterinwert also außer Kontrolle ist, dann hat das mit der Leber zu tun und nicht unbedingt, weil du zu wenig, zu viel Fett und so weiter ist. Meistens, also es hat halt mit dem Leberstoffwechsel zu tun. Und das ist halt super viel, was man daraus deuten kann. Und wie du schon sagst, die Referenz. Diese sogenannte Referenz ist der Durchschnitt der Krankeneinsender. Weil wer sendet denn in Deutschland sein Blut ins Labor? Momentan sind das zu 95% Leute mit Beschwerden, weil sie es ja sonst auch nicht bezahlt bekommen. Richtig. Nur 5% sind gerade die sagen, okay, ich nehme Geld in die Hand und ich mache es präventiv. Aber selbst die das jetzt in die Hand nehmen, die ganzen Leute haben ja Beschwerden und kommen deshalb zu mir. Die bezahlen es da selber, haben ja auch Beschwerden. Also das ist ja diese Normverteilungskurve, dass der Durchschnitt genommen wird und dann 2 Punkte nach oben und 2 Punkte nach unten. So setzt sich dieser Referenzwert zusammen. Deshalb bei Vitaminen und Mineralien, da ist meistens der optimale Bereich ganz, ganz weit außerhalb der Range, wo dann der Arzt, der keine Ahnung hat, sagt, oh mein Gott, Sie müssen sofort Ihre Supplemente absetzen. Sie sind überdosiert und Hilfe, es ist so gefährlich und so weiter. Das ist so schlimm. Also, das ist wirklich schlimm. Also, wenn man da keine Ahnung hat, kann man da halt echt Unfug treiben und falsche Entscheidungen treffen. Und man muss es halt wirklich einfach ganzheitlich betrachten, diesen einzelnen Wert mit einem anderen und das alles verknüpfen. Das macht dann halt auch alles Sinn. Aber so einfach diese Standardwerte abnehmen, zum Beispiel bei dir. Also ohne da jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Du hattest ja vor einem Jahr ein Blutbild machen lassen. Das war auch nicht günstig. Das waren bestimmt auch 300, 400 € so ein Genau, Standard. ja, genau. Und das habe ich mir angeguckt und dachte mir schon so, also da sind ja schon auffällige Sachen bei. Und dann habe ich dich ja gefragt, ja, was wurde denn daraufhin unternommen? Ja, eigentlich fast gar nicht. Also eigentlich nehmen wir, also eigentlich gar nichts. Und das macht mich dann sauer, weil du jetzt ein Jahr mit weiß ich nicht, das ist ja ein Jahr vergangen und es ist halt einfach super ärgerlich. Du hast Geld ausgegeben, zweitens sind die Werte ja eher schlechter geworden und drittens, es ist einfach ärgerlich. Also es ist wirklich schade für die Gesundheit und bei manchen Sachen muss man halt einfach schnell handeln. Bei manchen ist es wirklich schon dringend, wo man sagt, diese Werte sind wirklich ein Hinweis oder ein Warnsignal, dass du dein Leben jetzt ändern musst. Weil sonst sieht das ganz böse für dich aus. Du musst einfach was ändern, falls du gesund bleiben willst. Jetzt, also viele sind ja so am Feuern die ganze Zeit voller, also wirklich so voller Stress, dass sie sich ja sogar leistungsfähig fühlen. Aber das ist, sage ich mal, das ist immer die erste Stufe der Nebennierenschwäche, sagt man ja immer so. Wenn man sich noch richtig leistungsfähig fühlt, morgens bis abends richtig Power hat. Und dann kommt die zweite Stufe schon von der Nebennierenschwäche, dass man morgens noch ganz fit ist, dann über den Tag ein Tief und abends auf einmal wieder ein richtiges Hoch, obwohl man abends müde sein sollte. Dritte Stufe, man ist auf einmal morgens schon nicht mehr so fit, das hält sich so wacker und abends werden sie auf einmal richtig fit. Und dann kommt die vierte Stufe, wo sie sich den ganzen Tag einfach nur noch erschöpft fühlen. Und das sind halt einfach verschiedene Stufen, wo man rechtzeitig eingreifen kann, wenn man sich auskennt. Also deshalb, bei Coaches gucken da immer so, ja, wie ist denn der Testo-Wert? Und ist der SHBG-Wert nicht zu hoch, damit freie Hormone? Es gibt so viel Wichtigeres als den Testo-Wert uns zu gucken, weil es nur dann die einzige Maßnahme, SHBG, okay, da musst du Bor reinnehmen. Herzlichen Glückwunsch, dass das jetzt so ist. Ist so, ich höre mir ja auch diese ganzen Podcasts an und so und ich finde es immer wieder, also was heißt lustig, aber ich finde es spannend, dass es da halt wirklich nur oberflächlich geht um, ja, okay, was empfiehlst du bei dem und dem Problem? Ja, dann nimm doch mal das und das. Aber das ist ja eigentlich, wir machen uns so über die Ärzte, sage ich mal, lustig, dass sie nur mit Medikamenten arbeiten. Und eigentlich machen wir das mittlerweile genauso. Ja, das Peptid für das, das Peptid für das.
Und das Medikament, also eigentlich machen Bodybuilder das momentan fast gleich. Also das und das Supplement, anstatt einfach mal an die Ursache zu gehen. Ja, warum fühlst du dich denn so? Warum hat man Depression? Was ist mit dem Darm? Also der Darm ist halt einfach die Wurzel. Und wenn man so wirklich, wenn ich mir schon sehe, was manche sich den Tag lang reinhauen, dann, also sorry, das geht ja nicht anders. Also. Ja, genau deswegen wollte ich diesen Podcast mit dir machen, weil es genau in diese Richtung geht. Ich habe halt das Gefühl, dass so ganz, ganz viele Coaches, wie gesagt, nicht alle Coaches, es gibt sicherlich auch Mediziner, die das gut machen, halt so ein gefährliches Halbwissen haben, was sie halt irgendwie sich über irgendwelche Online-Universities oder über irgendwelche Stories von anderen Coaches irgendwie angelernt haben, in Anführungsstrichen, wo sie halt sagen, okay, SHB geht so, schmeiß mal Bohr rein. Die halt einfach nur noch Symptombehandlung machen mit irgendwelchen Supplements. Oder halt einfach nur nach der Range gehen, auf dem Blutbild. Die auch gar nicht wissen, warum nehmen sie die Werte jetzt überhaupt ab. Ich habe so das Gefühl, da kommt jemand halt, ja, wir nehmen jetzt ein Blutbild ab, um zu gucken, halt, ob du noch mehr Stoff ballern kannst. Und dann nehmen wir einfach mal ab die Hormone, wir nehmen mal ab die Schilddrüse und wir nehmen mal ab die Leberwerte, aber auch nur GOT, GPT. Und gucken einfach mal, ja, nee, das ist alles noch in Range oder da müssen wir ein bisschen aufpassen und Feuer. Obwohl jetzt zum Beispiel, du auch mehr gestern gesagt hattest oder vorgestern gesagt hast, dass GOT und GPT gar nicht wirklich zeigen, ob die Leber jetzt wirklich belastet ist oder nicht. Also schon irgendwo ein Stück weit, aber ob die Leber gut funktioniert. Ja, also bei den Leberwerten, ich meine, die werden ja nicht umsonst von der Schulmedizin auch immer, oft sind die im Standard Blutbild mit drin, also GOT, GPT und Gamma-GT, weil die halt einfach jeweils 1 oder 2 Euro kosten. Also die sind halt super günstig und die geben auch super Anhalt erstmal, ob was mit der Leber nicht stimmt. Aber das sind halt Leberenzyme, erstens sind sie nicht so, nicht komplett leberspezifisch, zum Beispiel viele kommen auch in der Skelettmuskulatur vor, also da kann es auch nach einem harten Leg Day können die GPT kann auch am nächsten Tag steigen oder die GOT. Und je nachdem, also es ist super spannend, allein schon die drei Werte, obwohl die super simpel sind, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch in welchem Verhältnis die zu hoch sind, ist GOT und Gamma, GOT und GPT eher gleich hoch erhöht? Oder ist die GOT höher als die GPT oder die GPT höher als die GOT? Das sagt alles auch noch ganz verschiedene Sachen aus. Und dann ist die Gamma-GT auch mit erhöht. Das ist zum Beispiel ein sehr schlechtes Zeichen. Also da sogar allein schon bei diesen drei kleinen Werten kann man, wenn man sich auskennt, richtig viel in welcher Höhe und in welchem Verhältnis die stehen, kann man richtig viel lesen. Aber das sind halt, wie gesagt, Enzyme. Und das zeigt natürlich, ob da schon eine Entzündung ist, eine leichte Schädigung des Gewebes und so weiter. Aber viele verwechseln und denken so, okay, die sind in der Range, ist alles gut, super mit der Leber. Aber die Leberenzyme sagen nichts, wirklich gar nichts über die Funktion, also wie sie funktioniert, wie belastet die Leber jetzt mit Giftstoffen und so weiter. Das sagt sie eigentlich gar nicht aus. Also da gibt es ganz andere Werte und die sind natürlich viel teurer, weshalb man die ja auch nicht direkt unbedingt abnehmen muss. Aber wenn man zum Beispiel schon Auffälligkeiten mit diesen günstigen Werten hat, kann man sich dann halt entscheiden, okay, vielleicht gucken wir halt wirklich nochmal die Funktion, die Leber, wie sie arbeitet. Und da geht es ja wirklich um die einzelnen Giftungsphasen, auch Glutathion, Superoxid dismutase und so weiter, also diese ganzen Entgiftungsenzyme. Also da kann man noch tiefer reingehen, aber da muss man sich halt, wie gesagt, auskennen. Und Richtig. die gucken ja einfach nur so, okay, unter 40, unter 50. Wie ist das? Und vor allem so Leberwerte hängen immer mit den Cholesterinwerten, mit dem Blutzucker, mit dem Insulin und so weiter zusammen. Also es ist so, ich mag gar nicht über einzelne Werte reden, weil die halt alle so miteinander zusammenhängen. Aber auch nochmal zur Kompetenz, ob jemand Blutbild abnehmen sollte. Ehrlich gesagt finde ich mittlerweile auch diesen Trend, dass jeder bei Instagram Fragerunden macht und teilweise medizinische oder Sachen beantwortet, da kriege ich mal oft das Kotzen, wenn ich sehe, wer das macht. Weil das sind wirklich, also jeder hat ja auf Instagram so seine Community. Und da sind immer viele bei, wirklich, die machen eins zu eins das, was du machst. Du musst einfach davon ausgehen, dass du richtig viele Nachahmer hast, von denen du gar nichts weißt. Das sind Leute, die haben noch nie deine Story kommentiert. Das sind wirklich stille Zuhörer, habe ich gemerkt. Sogar bei mir. Ich bin ja kein großer Account. Und die melden sich dann. Ich sehe, folgen mir vielleicht seit 2 Jahren oder so und haben schon richtig viel, was ich immer in meiner Story war, auch gemacht und so. Und das weißt du gar nicht. Und diese Leute, ich weiß nicht warum, aber für die bist du jemand, der anscheinend der
keine Ahnung, denen sie über alle stellen und so sagen, okay, das mal, irgendwie haben sie dir eine Kompetenz zugeschrieben. Ich weiß nicht, warum, aber die denken zum Beispiel auch bei, wenn du Coach bist und richtig breit bist, okay, der muss Ahnung haben. Aber nur weil er breit ist. Also weiß ja gar nicht, was er da reingeballert hat oder so, wenn ich das so sagen darf. Aber das sind dann richtig Kompetenzen. Dann beantworten die Fragen oder medizinische Sachen und diese Leute glauben das. Und da denke ich manchmal, also ich habe schon so oft, höre ich mir Fragerunden auch in Podcasts oder sonst was an, wo ich so echt denke, das ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Und dann denke ich mir immer so, Alter, und das hören gerade, keine Ahnung, über tausende Menschen. Und für die ist das jetzt einfach so. Selbst wenn da ein paar Leute noch kritisch nachdenken. Von den 1.000 Eben. Menschen hast du bestimmt mindestens 200, 300, die sagen, ja, stimmt, das wird schon Ja, passen. eben. Und für die hast du jetzt die Wahrheit festgeschrieben. Das ist Genau. so ein Glaubenssatz, das sind manchmal ja sogar so Kleinigkeiten, so kleine Sätze, die sie sich für immer merken. Und die brennen sich da halt einfach ein. Zum Beispiel, wenn irgendjemand mal sagt, keine Ahnung, das habe ich zum Beispiel bei richtig vielen, mit denen ich auch gearbeitet habe, dass die wirklich sich ohne Grund oder Begründung eingebrannt haben, dass sie nach dem Training wirklich keine Fette essen dürfen. Wirklich ohne Begründung, einfach nach dem Training darf man, also die dachten, also viele dachten wirklich panisch, die dürfen kein Fett im Post-Workout haben. Aber das ist ja total bescheuert. Also warum? Und Du dann siehst fragt es ja da. Ja, du siehst es ja er. daran allein, wie viele Leute jetzt mittlerweile nach dem Training oder vor dem Training ihr Rice Meal oder ihre Cornflakes essen. Ja, das Das ist hat so. irgendwie, dann haben es ein paar Influencer gemacht. Vielleicht kam der Trend damals durch Stefan Kienzel, ich weiß es nicht. Und mittlerweile, du siehst kaum jemanden, der nach dem Workout nicht noch sein Rice Meal oder seine Kelloggs isst. Ja, und das mit den Kelloggs finde ich einfach richtig scheiße. Also das ist, oh Gott, dass man so ein ungesundes Lebensmittel. Also das machen ja viele sogar, die nicht mal auf die Bühne gehen. Die habe ich auch in der Blutanalyse. Die essen nach dem Training wirklich immer Cornflakes und so. Ich denke so, warum machst du das denn? Also das vergleichen manche, also manche Schwergewichtsbodybuilder, keine Ahnung, die 8000 Kilokalorien essen müssen und sich Insulin spritzen, wo sie schnelle Carbs brauchen, um das alles richtig zu berechnen und bla bla bla, dass die nach dem Training, damit sie nicht so ein Berg cleanes Food in Anführungszeichen essen müssen und sich Rice mir reinhauen, meinetwegen. Sollen die das machen? Da geht es ja sowieso gar nicht mehr um Gesundheit, wirklich gar nicht mehr, wenn man sich so hochzüchtet. Aber als normale, keine Ahnung, 35-jährige, einfache Mutter macht dreimal die Woche Sport und die isst nach dem Training, weil sie jetzt die ganze Zeit auf Instagram sieht, ihre Cornflakes nach dem Training. Warum denn? Die braucht doch gar nicht diesen krassen Insulinspike. Ja, oder der Aber. Gute-Nacht-Quark. Jeder isst dann abends sein Magerquark mit Fetten. Und da hast du ja auch gesagt, das ist eigentlich das Beschissenste, was du deiner Verdauung antun kannst. Ja, also es ist so, also wirklich herzlichen Glückwunsch für die, die das noch vertragen. Wir haben ja auch bei Instagram dann viele geschrieben, ja, also ich esse jeden Tag meinen Magerquark an und mir geht's super gut. Dann sage ich so, das freut mich wirklich. Es freut mich wirklich, wenn es jemandem damit gut geht. Aber es geht halt vielen auch nicht damit gut. Oder der Körper ist halt einfach ein Meisterwerk. Der kann wirklich jahrelang schlechte Lebensgewohnheiten, schlechte Essgewohnheiten, schlechte Trinkgewohnheiten, Nährstoffmängel, der kann über Jahrzehnte, je nachdem, wie gut deine Genetik ist, wirklich so viel aushalten, bis erste Symptome sich zeigen, bis dieses Fass langsam überläuft. Deshalb ist das ja auch nicht immer dieses, oh, ich habe heute Blähungen. Was habe ich denn heute gegessen oder gestern? Das ist manchmal, dein Darm hat sich über die letzten Jahre so verändert, dass auf einmal fängt es an. Und dann, die Leute denken immer viel zu kurzfristig. Manchmal sind die Ursachen wirklich Jahre zurück. Auch habe ich jetzt eine, die hat also es ist auch wieder eine andere Frage, warum man so jahrelang die hat seit 1999, hat sie alle möglichen Unverträglichkeiten, die verträgt eigentlich gar nichts mehr. Bei der Frage, was Unverträglichkeiten, Allergien, hätte sie eigentlich eher alles einfach nur schreiben müssen, weil ich habe mich nach dem Ausfüllen gefragt, was ist sie denn eigentlich, weißt du? Wirklich dachte so, hä, was, oh mein Gott, was ist sie denn? Weil da stand wirklich alles, Nüsse, Kartoffeln, Haferflocken, Gluten, Milch, alle möglichen wirklich Gemüsesorten, Obst und so weiter. Da dachte ich so, hä, was ist sie denn am Tag? Und Rice Meal. ja, nee, die Gott sei Dank nicht, die ist 67, die macht so eine Oh. Scheiße nicht. Aber bei der war es so richtig spannend. Am Endeffekt haben wir das rausgefunden,
weil, wie gesagt, ich beschäftige mich ja sehr viel auch mit der Mundgesundheit. Die hat einfach mal 8 Goldkronen im Mund. Das ist hochallergisches Material. Das triggert den ganzen Tag dein Immunsystem, wenn du zum Beispiel auch die Kleberstoffe nicht verträgst und so weiter. Die hat einfach die ganze Zeit, die hat nichts mehr vertragen wegen diesen Goldfüllungen. Und natürlich, das sind scheiß Diagnosen. Ich darf ja keine Diagnosen stellen. Aber es sind natürlich blöde Sachen, die ich an jemanden sage, weil ich weiß selber, wie viel Geld er jetzt da lassen wird, um diese fachmännisch aus dem Mund zu entfernen und so, ne? Aber das ist halt einfach krass. Und viele denken zum Beispiel da ja auch gar nicht. Die denken ja, das Problem muss im Darm liegen und so weiter. Die war jetzt bei Allergologen, die ja schön diesen Pricktest machen und die meinten, ja, dann wohl Cortisonspray. Weil, ja, ich finde es immer so schlimm, wenn die Leute zu mir kommen und mir erzählen, bei wie vielen Ärzten die waren oder bei wie vielen Coaches oder sonst was. Und dann wird da einfach immer nur so eine Scheiße gemacht. Beim Gastroenterologen kriegst du eine Magen- oder Darmspiegelung, immer direkt das Invasivste natürlich rein und so weiter. Es ist so, und dann am Ende sind die Leute ja noch nicht mal, die laufen mit ihren Beschwerden immer weiter und denken so, ja, dann ist das so. Die geben ja auch irgendwann auf und das finde ich halt super schade, weil kein Mensch muss sich mit irgendwelchen Sachen, ob das jetzt Depressionen, Darmproblemen, Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter, niemand muss sich damit abgeben heutzutage. Wir haben so viel Wissen. Man muss halt leider nur wirklich an die richtige Person kommen, die jemanden dann raushilft und die gibt es irgendwo. Ich weiß, das ist richtig viel Nerven und vor allem auch Kosten, aber niemand muss sich mit irgendwas zufrieden geben. Und da rede ich jetzt auch nicht nur von mir, weil ich habe auch nicht ich weiß auch nicht alles. Also deshalb, aber es gibt halt einfach Leute, die beschäftigen sich tiefer damit. Und wenn wir wieder zu den Coaches kommen, ich finde manchmal auch, dass wir viel zu viel von den Coaches erwarten. Also ich meine, ich finde es ja, also die müssen halt auch keine Blutbilder auswerten können. Das kann doch niemand von denen erwarten. Wenn ich zum Beispiel auch bei meiner Trainerin jetzt sehe, Alter, ich finde schon krass, was sie alles schafft, so viele Coaches und wirklich immer top organisiert ist sie wirklich, da muss man ein super Management haben. Aber ich frage mich dann natürlich, wann soll sie oder der Coach sich denn noch weiterbilden? Oder wann, also der hat doch auch gar nicht die Zeit dazu. Das kann man doch nicht erwarten, sonst würden die sich ja komplett kaputt machen und die sind ja schon total gestresst. Deshalb muss Meist, man das, ja, ja. meistens haben sie ja so ein übergreifendes Basiswissen. Ne? Also die wissen ja zum Beispiel schon mal, was ist ein GPT, was ist ein GOT, was ist ein Gamma-GT. Also die haben das schon mal gehört. Da sind sie wahrscheinlich den meisten Coaches dann schon mal eine Schippe voraus. Ne? Vielleicht Das bilden sie stimmt. sich auch ein bisschen weiter. Aber halt dieser kleine Wissensvorsprung reicht ja dann nicht, um zu sagen, ich kann jetzt dein Blutbild komplett auswerten und dich gesund machen. Das ist ja so das Ding. Und Samson Dowder hat gestern einen Post gemacht, der genau in das greift, was du gerade gesagt hast. Leute, er hat selber geschrieben, ich bin einer der besten Bodybuilder der Welt. Das heißt, ich bin Experte darin, meinen Körper sehr muskulös zu machen. Ich bin aber kein Arzt, ich bin kein Psychologe, ich bin keine Ahnung was. Und er hat auch gesagt, wenn ich dann Fragerunden sehe, wo Leute halt dann irgendwie fragen, hey, meine Blutwerte sind das, mein Östrogen ist das. Würdest du jetzt erhöhen, würdest du nicht erhöhen? Da muss die Antwort immer lauten, ich bin kein Mediziner, ich habe davon eigentlich keine ausreichende Ahnung, ich kann dir hier keinen Tipp geben. Und in der Regel wird dir dann doch irgendwie doch irgendwas gesagt. Und ich versuche das im Podcast auch mal zu sagen, wir sind keine Mediziner, wir sind keine Apotheker, wir können jetzt nur unsere Idee vielleicht daraus geben. Aber das ist halt so vage und wie du schon sagst, die Leute nehmen halt sowas für bare Münze und folgen dem halt. Manchmal habe Ja. ich aber auch das Gefühl, da darfst du mir gerne deine Meinung sagen, dass die Leute vielleicht auch gar nicht die Wahrheit wissen wollen. Die wollen vielleicht auch nur hören in dem Moment, ja, pass mal auf, die paar Werte, die wir jetzt machen haben, die stimmen schon. Feuer frei, wir können in den nächsten Aufbau gehen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ja, also Wissen ist Fluch und Segen zugleich. Also nicht nur das Wissen, was ich jetzt über Gesundheit habe, da denke ich auch manchmal so. Wie schön eigentlich war mit 14, 15, wo ich richtig viel Alkohol getrunken habe, geraucht habe und alles Mögliche. Und mir ging es ja richtig gut. Man war richtig unbeschwert, weil man null sich Gedanken gemacht hat. Also das nur so als Beispiel jetzt auch jetzt. Also mir fällt zum Beispiel nicht schwer, keine Süßigkeiten, Backwaren, Gluten und Milchprodukte und so weiter zu fressen. Weil mir fällt es wirklich nicht mehr schwer, weil ich das gar nicht mehr möchte, weil ich so viel darüber weiß, dass ich es einfach nicht machen möchte. Aber trotzdem ist es Fluch und Segen zugleich, dass man manche Sachen vielleicht auch nicht mehr komplett genießen kann und so. Aber das Gleiche ist natürlich auch bei
bei Leuten dann, was die Gesundheit angeht, die denken sich so, ja gut, mir geht es noch eigentlich ganz gut. Und mein Ziel ist jetzt halt einfach auf die Bühne zu gehen. Ich will gar nicht so viel wissen. Ohne Scheiß, ich will mich nicht mit irgendwelchem Wissen stressen, weil manche stressen sich wirklich extrem, wenn sie wissen, dass irgendwas bei denen nicht in Ordnung ist. Machen sich, also gerade Frauen neigen dazu dann ja so komplett wirklich, oh mein Gott, was darf ich jetzt essen? Die meisten Frauen sind ja schon heutzutage wirklich extrem verwirrt durch das Ganze, was auf Instagram gesagt wird und propagandiert wird, was sie überhaupt jetzt noch essen sollen. Frauen stressen sich generell schon viel zu viel. Und deshalb natürlich ist es auch manchmal so, gut, wenn du dich gut fühlst, vielleicht sollte man auch gar nicht so viel testen. Du willst unbedingt auf die Bühne, du wirst es so oder so machen, vielleicht dann lieber erstmal so. Also kann ich auch verstehen, den Gedankenansatz. Also natürlich. Aber es ist halt nicht nachhaltig. Muss man halt irgendwie so einen guten Switch finden. Finde ich also schwierig, weiß ich nicht. Habe ich auch keine Lösung für. Ich glaube, die Leute werden früher oder später auf den Trichter kommen, dass sie was für ihre Gesundheit tun müssen. Aber wir hatten gestern dasselbe Gespräch hier über zum Beispiel die ältere Generation, meinetwegen meine Eltern. Die trinken halt gerne ihr Bier nachmittags und die wissen ja vielleicht, was Cholesterin ist, nicht perfekt, aber denen ist es ehrlich gesagt scheißegal. Ich glaube, es wird halt dann in dem Moment halt wichtig, wenn sie auf einmal sagen, und der Arzt sagt so, oh, pass mal auf, jetzt müssen wir was machen. Ja. So, und dann ist schon wirklich meistens zu spät, weil wenn der Arzt schon sagt, so, okay, jetzt wird's 5 vor 12 sein. Aber wie du schon sagtest, die meisten, die essen halt das, worauf sie Bock haben, die saufen, die rauchen, die haben einen ungesunden Lifestyle. Und wir sind ja schon jetzt in der eigentlich vermeintlich gesunden Bubble unterwegs, die halt unverarbeitete Lebensmittel in der Regel essen, die Sport machen, die auf Alkohol verzichten, die in der Regel nicht rauchen. Und die denken sich halt, ja, in der Regel, ich bin schon gesund, ich mache schon das Beste. Und ja, trauen sich dann vielleicht auch gar nicht, irgendwie mal genauer hinzuschauen. Ja, Ich würde mir also das so wünschen halt einfach. ja, natürlich, ich auch. Das Problem ist, was viele nicht auf dem Zettel haben, gerade auch von der Generation, die du gesprochen hast. Ich sehe das ja auch bei meinen Eltern, ne? Also erstens, man sagt ja auch nicht umsonst, therapiere niemals dich selber und deine Familie. Du bist da wirklich viel zu nah dran und das ist meistens, ja, ist es manchmal schwierig, wenn man das Wissen hat und sieht, dass die Eltern zum Beispiel sich nicht gerade gesund ernähren oder sonst was. Es ist schwer, das mit anzusehen, ohne was zu sagen. Aber wenn die Leute nicht von selber auf dich zukommen, dann sollte man eigentlich immer seine Fresse halten, weil die werden es nicht annehmen und es bringt halt einfach nichts. Also ich habe das früher ganz oft gemacht und ich mache es mittlerweile gar nicht mehr. Wenn jemand mich nicht nach seiner Meinung fragt, dann sage ich ihm das auch nicht, was die Gesundheit angeht. Ich bin mit vielen Freunden, die essen vor mir Sachen, die würde ich nicht essen, aber ich bin niemand, der muss jemandem das auf die Nase drücken. Weißt du eigentlich, was da jetzt drin ist und bla bla. Es ist so egal, wenn die wissen, dass ich das Wissen habe und wenn es die interessieren würde, dann würden die mich fragen. Also deshalb ist es ja das Gleiche auch mit vegan und so. Ne? Also einfach jedem Leben lassen, wenn man zufrieden ist und wenn die glücklich sind, dann soll man die lassen. Aber die Generation zum Beispiel, gerade die Generation so Ü 40, 50, die fällt das ja besonders schwer, auch das mit den Supplementen und was wir da alles jetzt komische Sachen machen und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, die kommen wirklich aus einer gesunden Welt. Also wirklich, unsere Welt hat sich seit 10, 20 Jahren so unnormal krass verändert. So vielen Toxinen, Strahlungen und so weiter waren wir noch nie ausgesetzt. Die haben noch 40 Jahre gelebt, wo die diese ganzen Einflüsse nicht hatten. Ich habe mittlerweile wirklich, mache ich fast meine eigenen Studien schon aus meinen Blutbildern. Wirklich die ältere Generation, die kann manchmal wirklich essen und trinken, was sie wollen. Die haben einfach eine viel bessere gesundheitliche Base. Es ist wirklich so. Dann kommen wir, die Mitte 20, 30-Jährigen oder schon 30-Jährigen, die sind auf einmal, keine Ahnung, die sind schlechter aufgestellt. Obwohl die ja eigentlich fast genauso gelebt haben. Manche, also allein früher. Da war es normal, wirklich schon mit 14 so auf dem Bau, keine Ahnung, das Bier zu trinken oder sonst was. Aber trotzdem waren die waren viel mehr mit der Natur verbunden. Heutzutage sind wir halt 90% in Innenräumen. Dafür ist der Mensch gar nicht gemacht. Also mit schlauen Erfindungen. Wir haben früher mit dem Biorhythmus, also mit dem Licht gelebt. Wir sind schlafen gegangen, wenn es dunkel gegangen ist. Also da gab es gar keine Schlafprobleme. Wirklich, es gab früher keine Schlafprobleme, weil wir ja mit dem Licht. Und heutzutage sind wir so schlau. Alles klar, draußen wird es dunkel, ich schalte drin ganz schlau meine Lampe an. Das ist aber total dumm eigentlich. Also, und auch diese Strahlung, heutzutage kommen Babys, ich sehe das ja jetzt auch mit dem
weil ich ja Tante geworden bin, mit den Kindern. Kinder kommen wirklich schon, ich meine, 2030 soll jedes dritte Kind autistisch oder so sein. Also es ist wirklich, die kommen ja schon bestrahlt und voller Toxine auf die Welt. In der Muttermilch ist so viel Glyphosat oder Giftstoffe werden da gefunden. Wir chillen mit unserem schwangeren Bauch, mit dem Handy drauf. Da ist direkte Strahlung, WLAN und so weiter. Das hatte die Generation davor alles nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Und heutzutage kommt leider dann auch noch diese Gentherapie aus 2021 dazu, dann die Strahlungen, die Umweltgifte und dann sind gerade natürlich Bodybuilder, die bewusst sich schaden, natürlich oft ein bisschen schlechter dran. Die müssen wirklich auf extrem viel achten. Das muss uns langsam einfach bewusst sein, dass das alles nicht spurlos an uns vorbeigeht. Also es ist so, ich betreue auch viele mit Kinderwunsch. Das ist heutzutage wirklich sowas eigentlich Gottgegebenes, dass Frauen schwanger werden. Das ist nicht mehr leider normal. So viele haben da Probleme und das ist halt so schrecklich, weil wir einfach so naturfremd leben und das, was wir da alles machen. Also wirklich, wenn man dann ins das Thema geht, das ist einfach super spannend und so. Ja, du hast Also, nur ein paar Dinge angesprochen. Da musst du gucken, die Böden sind ja. mittlerweile ausgelaugt, die Nährstoffe sind gar nicht mehr da, die Luft ist eine ganz andere geworden, das Trinkwasser ist was alles belastet. Ja, eben. Also es ist ja einfach krass, wie viel toxische Input und dann auch gestresst. Wir sind, glaube ich, so gestresst wie noch nie. Wir haben es zwar Ja, so ja. einfach wie noch nie, aber sind auch reizüberflutet wie noch nie. Allein die ganzen Impressionen, die auf uns einprasseln, dafür sind wir auch gar nicht gemacht. Das kann der Mensch gar nicht innerhalb von einem Tag verarbeiten. Nee, das kann er auch nicht. Also heutzutage verarbeiten wir so viele Reize und Informationen wie ein Mensch im 18. Jahrhundert im ganzen Leben. An einem Tag. Das ist krass. Und heutzutage, wenn man sich konventionell ernährt, also nicht auf Bio achtet, da fressen die Menschen schon eine Kreditkarte Plastik in der Woche. In der Woche. Also das ist wirklich richtig krass, wirklich mit Trinkwasser. Und klar, und deshalb die Generation über uns, die versteht das nicht mit. Jetzt filtert sie ihr Trinkwasser. Also wir haben so sauberes Trinkwasser hier. Und was für Bio-Bier, das ist doch nur Geldmacherei oder so. Ja, weil für die war früher alles Bio. Die kennen gar nicht, dass man das ganze Jahr, also Ananas aus Peru kriegt oder so weiter, weißt du? Also vor allem in anderen Ländern, wenn Sachen aus anderen Ländern importiert werden, da Geld, also in Deutschland wird vielleicht noch auf einige Spritzmittel und so weiter geachtet. Außerhalb wird gar nichts mehr kontrolliert. Das heißt, also ich würde deshalb auch wirklich nur regional, saisonal und so weiter essen. Das ist halt so wirklich unsere, die Sachen sind halt einfach erstens extrem belastet und zweitens ist Nährstoffverlust von über 80% in manchen Lebensmitteln. Das heißt, in einem Spinat, wo 1920, keine Ahnung, noch so und so viel Magnesium drin war, da ist heute vielleicht noch 10% drin. Das heißt, wir haben gleichzeitig durch unsere Umweltgifte, unseren Stress, unseren Schlafmangel, unseren Bewegungsmangel. Wir haben eigentlich einen höheren Bedarf an Vitaminen und Mineralien, haben aber gleichzeitig weniger in der Nahrung enthalten. Und gleichzeitig haben wir einen geringeren Verbrauch, weil wir den ganzen Tag nur auf unserem Arsch sitzen. Das heißt, wir müssten eigentlich extrem darauf achten, dass die kleinen Mengen, die wir eigentlich nur noch essen dürfen, ohne dick zu werden, dass die extrem, also nährstoffdicht sind. Das heißt, da ist kein Platz für sowas wie Brot oder Süßigkeiten oder sonst was. Also, das ist einfach leer. Oder Rice Meal, das ist einfach eigentlich zu schade, so eine Mahlzeit. Also, jetzt für Normale, die jetzt Ja, nicht 4 nicht Bodybuilder, die Kilo verlieren. 10.000 Kalorien brauchen, genau. Genau, muss man sich halt manchmal sowas reinschaufeln. Aber nicht für Normalos. Also, die müssten eigentlich extrem darauf achten. Und Nahrungsergänzungsmittel, natürlich ist es unnatürlich, aber wir leben ja auch komplett unnatürlich. Das muss man, also, die sind heutzutage einfach nicht mehr wegzudenken. In Aber auch der. da natürlich dann wieder ans Blutbild gekoppelt, ne? Natürlich. Bedarfsgerecht. Natürlich, aber ich sehe halt niemanden, der keine Nährstoffmängel hat. Wenn du Klar. nicht extrem drauf achtest, mit Schlaf, mit wirklich nur Bio, wenn du schaust, okay, habe ich meinen Vitamin-C-Bedarf heute schon aus Früchten und Gemüse und so gedeckt und so weiter. Allein schon Vitamin C durch diesen ganzen oxidativen Stress, den wir ja durch die Strahlung und durch den Stress haben, wie viel Vitamin C-Verbrauch wir haben. Allein schon eine Zigarette verbraucht über 100 Milligramm Vitamin C. Da muss man sich mal reinziehen, diese ganzen, auch noch Bodybuilder, die ja jetzt so gerne vapen und E-Shisha und Zigaretten rauchen und so. Also manche auf Prep, die in der Diät sind, die rauchen ja eine Kippe nach der nächsten. Also, und dann gleichzeitig ist das die Phase, wo sie sich am meisten Medikamente reinhauen. Also die Leber ist da wirklich gut am Ackern, muss ich sagen. Also
Und Ja. dann scheiß drauf auf das Trinkwasser. Das sagen ja auch. Also manche kaufen sich mittlerweile das und sagen so, okay, mache ich, aber es gibt ja wirklich noch viele, die sagen, ach, ganz ehrlich, das ist doch scheißegal. Nee, was ich nur Also. damit meinte, ist halt jetzt nicht blind irgendwie rein supplementieren, weil unsere Nahrungsmittel ja nicht mehr so mineralhaltig sind oder vitaminhaltig sind, sondern auch schon halt, wie gesagt, mal checken lassen, wie sind überhaupt deine Werte, wie sind deine Mineralstoffe, wie sind deine Vitamine. Ne? Also du kannst halt zum Beispiel sowas wie Vitamin D auch überdosieren oder Vitamin B. Es geht halt. Und Ja. das ist halt auch nicht cool. Ja, natürlich. Also auf jeden Fall. Vor allem muss man ja auch immer gucken, wo man sich dann Supplemente kauft. Es gibt halt mittlerweile, dieser Markt wächst ja auch immer mehr mit Supplementen. Und da gibt es leider halt auch richtig viel Scheiße am Markt. Also was ich zum Beispiel jetzt sehe, ist, ich arbeite halt gerne mit Vitalpilzen, also sowas wie Reishi, Cordyceps und so weiter. Und viele haben das jetzt auch auf dem Trichter, viele Hersteller, aber 95% der Vitalpilze auf dem Markt sind Fälschungen oder einfach nur günstig aus China, wo der ganze Pilz geschreddert ist. Und da sind extrem viele Giftstoffe drin, weil der Pilz nämlich auch ganz so ein ganz besonderes Holz manchmal drin hat, das darf man nicht mit schreddern. Und das hat erstens gar keine Wirkung und zweitens kann man sich damit eher schaden. Und deshalb bei Vitalpilzen setze ich dann halt wirklich nur ganz bestimmte Hersteller. Und manche machen so in ihrem Anti-Stress-Supplementen oder sonst was drin, ganz viele Adaptogene und so weiter. Und das ist halt alles manchmal günstig. Und weiß ich nicht, je nachdem, wo du natürlich auch Supplemente kaufst, geht es den Leuten natürlich um andere. Sind die für Bodybuilding ausgelegt und haben die vielleicht selber in der Zusammensetzung eigentlich gar keine Ahnung, weil die gruseligsten sind manchmal auch die Multivitamine. Da sehe ich bei so vielen so Sachen teilweise drin wie Chrom, Kupfer, ganz hohe Mengen Zink nochmal drin. Dann beachten die vielleicht nicht, dass andere Leute schon Zink einzeln nehmen. Also gerade Kupfer. Kupfermangel ist eigentlich ziemlich selten. Also haben nicht viele. Und gerade wenn man zum Beispiel auch die Pille nimmt oder so, dann hat man oft halt eher erhöhte Kupferspiegel. Und das bringt halt auch extrem die Sexualhormone durcheinander, weil Kupfer ganz, ganz wichtig für die Sexualhormone auch ist und halt auch, um diese ganzen freien Radikale zu neutralisieren und so weiter. Aber diese Multis sind halt ganz, ganz komisch dosiert, wo ich manchmal denke, wer hat sich denn diese Kombi ausgedacht? Also da kann man sich manchmal, da sehe ich, die sind wirklich extrem schlecht im Blutbild. Also so ganz komisch, so manches so komplett niedrig, manches viel zu hoch, wo man so denkt, hey, woher hast du das? Und manchmal sind das wirklich durch diese komischen Multis, die so, wo ich so denke, wer hat das zusammengestellt? Wahrscheinlich nur DEG geguckt, was, wie viel Milligramm Prozent sind 100% der Tagesdosis und dann rein. Ja, ist wahrscheinlich, also keine Ahnung, das ist halt auch mal so die Ja. Qualität von Supplementen immer noch. Und klar, ein Blutbild sollte man vorher machen. Aber das kostet natürlich auch wirklich, wirklich viel Geld. Deshalb arbeite ich mittlerweile auch fast nur am liebsten mit dem IMD in Berlin zusammen. Die haben nämlich richtig geile Listen und auch so Pakete mit den ganzen Mineralien und Vitaminen auch im Vollblut und so weiter. Und auch relativ günstig. Also wirklich ganz viele Mineralien für 70, 80 € als Paket. Und wenn du halt in Hamburg diese ganzen einzeln, dann bist du halt manchmal über 200 €. Das ist halt super ärgerlich. Ja, deshalb muss man halt auch mal manchmal schauen, in welchem Labor und wo das auch hingeschickt wird. Und kann man auch einiges machen. Aber ja, einfach blind zu supplementieren macht selten Sinn. Gerade Vitamin D, das ist ja schon seit Jahren jetzt so, ja, dass man das Bewusstsein dafür bekommen hat, wie wichtig das ist. Aber viele laufen halt auch mit einem viel zu hohen Vitamin D-Wert rum. Und Vitamin D ist halt ein Signalgeber im Körper. Das ist ja kein Vitamin, sondern Hormon. Das kann halt auch verschiedene Sachen negativ beeinflussen. Nebenniere, Schilddrüse, Sexualhormone, die hängen ja alle mit diesem Hormon Vitamin D zusammen. Also vor allem Vitamin D-Spiegel ein ganzes Jahr so hoch. Das gibt auch falsche Signale, weil früher hatte der Mensch nicht immer den gleichen Vitamin D-Spiegel, weil es Winter, Herbst, Frühling und so weiter gab. Früher gab es ja keine Supplemente. Das heißt, wir hatten den Vitamin D-Spiegel. Wir haben halt 90% draußen verbracht, deshalb war der halt generell immer gut, aber trotzdem hatte er leichte Schwankungen und nicht diesen, gib ihm jeden Tag 10.000 Einheiten oder so. Also das macht halt, jeder Nährstoff hat halt im Körper macht der Signale, Wege offen, andere Enzyme arbeiten und so weiter. Das ist halt alles Chemie und Biologie und so weiter. Da kann man nicht einfach manchmal
blind drauf losfeuern. Also es kann auch mal nach hinten losgehen. Apropos blind drauf losfeuern. Eigentlich eine Frage, die in jeder Fragerunde kommt und die auch, glaube ich, bei jedem Influencer schon mal beantwortet worden ist, ist immer so: Hey, ich will ein Blutbild machen, welche Werte soll ich denn abnehmen? Meistens gibt es halt ja diese Pauschalantwort mit diesen 15 klassischen Werten. Was wäre deine Antwort darauf? Ich glaube, ich kann es mir schon denken, aber ich möchte das aus deinem Mund hören. Ja, dann sag doch. Ich würde jetzt sagen, dass du sagst, pass mal auf, ich mache erstmal eine Anamnese mit dir und dann gebe ich dir die Werte, die ich haben möchte. Ja, also bin ich mittlerweile auch wirklich so. Also früher habe ich selber, also jeder fängt ja klein an. Ich habe früher genau das gepredigt, was wo heute, also ich war früher auch auf diesem Basic-Wissen und lustigerweise dachte ich ja vor 2 Jahren, dachte ich, ich habe mehr Ahnung als jetzt. Weil desto mehr man weiß, desto Ja. mehr fühlt man sich unsicherer und weiß halt eigentlich auch, wie komplex das ganze Thema ist. Deshalb will ich mich selber gar nicht bei manchen Themen weit aus dem Fenster lehnen oder sagen, ich bin die krasseste oder sonst was. Das würde ich niemals sagen. Aber vor 2 Jahren war ich dann halt auch so, boah, es ist ja alles voll leicht. Man ist so in der ersten Stufe des Wissens drin und denkt so, oh mein Gott, ich kann alles behandeln, Ernährung, Supplemente. Kennst du das Kompetenzmodell? Was? Kennst du diese Entwicklung im Kompetenzmodell? Nee. Wo das anfängt, du fängst an mit einer unbewussten Inkompetenz, dann rutschst du in eine bewusste Inkompetenz, dann in eine unbewusste Kompetenz und nachher in eine bewusste Kompetenz. Ja, das stimmt Also du aber fängst voll. halt an, denkst halt, du weißt gar nichts und so weiter und irgendwann fällt dir auf, okay, scheiße, ich weiß wirklich gar nichts, bis du irgendwann denkst, ich weiß wirklich gar nichts, aber eigentlich weißt du schon sehr viel und irgendwann heißt es, du weißt, was ich meine. Aber das ist Ich genau weiß, das. Also man denkt halt ja. irgendwann so, man hat jetzt mal so ein Buch gelesen, man ist jetzt voll der Experte da drin. Ja. Ne? Und Ich ja. dachte, ich dachte das halt auch. Also erstens, bei mir hat es ja auch so angefangen, dass ich halt das so, weiß nicht, so für mich halt diesen Sport immer gemacht habe und alles so optimiert, Ernährung und so weiter. Und ich habe früher wirklich alle klassischen Fehler gemacht, was das Essen angeht. Wirklich alles durch. Und deshalb hatte ich aber auch sehr viele Probleme dann irgendwann. Und dann habe ich halt aus Interesse Fitnesstrainer A und B Lizenz gemacht und dachte auch so, boah, ich kann jedem einen Trainingsplan oder Ernährungsplan schreiben, Makros und Kohlenhydrate vor und nach dem Training und so diese Basic halt. Aber man dachte halt wirklich so, geil, ich bin halt voll allwissend und so. Und dann kommt ja irgendwann noch die erste Hormonausbildung oder so dazu. Da denkt man sich sowieso, ach, ich stelle jede Schilddrüse ein, ich habe das größte Wissen und so. Dann kommen immer mehr Ausbildungen dazu. Dann denkt man sich wirklich so, boah, das ist schon heavy. Vor allem jetzt auch, wie gesagt, nach 2021, wo viele halt wirklich diffuse Sachen haben mit Reaktivierung von Viren. Wirklich schlimmere Sachen, Gefäßentzündungen, neurologische Störungen, Herzenssachen und so weiter oder Lungengeschichten. Das wird ja immer komplexer heutzutage mit den ganzen Umweltgiften, weil wir alles gar nicht, wir wissen ja noch gar nicht, also an uns werden ja so viele Sachen gemacht, wo es ja noch gar keine Langzeitstudien gibt. Es gibt ja noch keinen einzigen Mensch, der so eine Last heutzutage hatte wie wir heutzutage. Wir sind die erste Studie, die es darüber gibt. Deshalb ist das ja so schwierig. Aber irgendwas hattest du, ach ja, genau, Welche mit dem, Werte soll man abnehmen? genau. Und zwar würde ich das, ja, also wie gesagt, früher hatte ich auch so mein Standard-Panel an Blutwerten. Die geben ja auch einen super Anhaltspunkt. Aber ich bin mittlerweile, ganz ehrlich, wenn es dir wichtig ist, dann buch bei mir die Blutanalyse und ich sage dir ganz genau, was für Werte du abnehmen sollst. Ich kann das ja erst dann bestimmen, ohne Scheiß. Also ich erfahre ja in dieser Anamnese, du weißt es selber, ich erfahre da so viel über dich und Ja. dann weiß ich auch nur wirklich, was Sinn macht. Weil vielleicht kann man sich ja manche Werte ja sogar sparen. Vielleicht Richtig. ist das ja auch gar nicht wichtig, weil da wirklich gar keine Hinweise sind, dass da irgendwas da ist. Natürlich geben die immer einen super Anhaltspunkt, gerade wenn das so Werte sind wie Leberwerte, ne? Die kosten 2 Euro. Ich weiß ja mittlerweile auch so ein bisschen die Kosten und berechne und versuche auch den Geldbeutel wirklich. Egal bei was ich mache, ich versuche den immer zu schonen. Ich weiß, man glaubt es. Ich glaube, also man denkt es nicht, aber ich versuche wirklich den Geldbeutel extrem zu schonen, weil ich selber weiß, wie teuer das alles ist. Ich weiß selber, wie teuer Supplemente sind, vor allem gutes Supplement. Ich weiß, wie teuer gutes Essen ist und so. Und ich weiß, dass meine Empfehlungen auch alle Geld kosten. Aber es ist halt leider so. Und deshalb bei den Blutwerten, mach eine ausführliche Anamnese und dann weißt du auch, was du abnehmen sollst. Weil manchmal müssen halt leider ganz spezifische, komische Marker, die noch niemand gehört hat, abgenommen werden. Und die kosten dann halt leider auch so 60, 70 Euro, weil die auch noch eingesendet werden müssen oder so. Ja.
Aber das sind wichtige Werte. Und die hätte ich nicht gewusst, wenn ich nicht eine Anamnese mit dieser Person gemacht habe. Weil ich schreibe mir, ich kann ja sagen, wie das bei mir immer so abläuft. Wenn ich diesen Anamnesebogen kriege, dann sitze ich da halt mindestens über eine Stunde und schreibe mir diesen 12-seitigen Anamnesebogen nochmal in meine eigene Kurzfassung. Die geht eine Seite und bei manchen auch zwei Seiten. Damit ich halt jedes Mal, wenn Blutwerte kommen, ich mich immer in diesen Fall komplett reinlesen kann. Weil bevor ich mir deine Blutwerte zum Beispiel angucke, lese ich mir diese komplette, meine Zusammenfassung von dir durch. Wirklich mit allem, ob du gestillt worden bist und so weiter. Alles Mögliche lese ich mir durch. Und damit gucke ich mir die Blutwerte an, weil damit kann ich die erst verstehen. Aber genau, was ich sagen wollte, also diese Anamnese schreibe ich auf und dann schreibe ich für mich schon so Verdachtsdiagnosen auf. Weil mittlerweile bin ich, kann ich das halt, also irgendwann kann man das natürlich auch ganz gut, dass man schon anhand der Anamnese weiß, okay, die Probleme sind hier und da, das wird die Schilddrüse sein, das wird die Nebenniere sein, wahrscheinlich, keine Ahnung, an den Sexualhormonen, die Leber ist überlastet oder sonst was, schreibt man schon so seine eigenen Verdachtsdiagnosen auf oder zum Beispiel auch Zähne, wenn da halt wurzelbehandelte tote Zähne im Mund sind, also da kann man nur chronische Entzündungen haben oder halt irgendwelche Fremdmetalle, Kunststoffe oder sonst was. Dann weiß ich, okay, dann muss ich so spezifische Zahnmarker noch dazu nehmen und so. Also ich schreibe mir einfach meine Verdachtsdiagnose auf, dann bestimme ich die Liste, die abzunehmen ist und die schicke ich dir dann ja rüber. Und das deshalb sage ich auch mittlerweile auch nicht mehr so, ja, es werden im Schnitt 400, 500 € sein. Ich sage ganz ehrlich, es können von 300 bis 1000 € alles sein. Ich versuche natürlich, dass es, also über 1000 € ist natürlich heavy, aber sorry, es kam auch schon Leute zu mir, die hatten wirklich alle möglichen Unverträglichkeiten, alle möglichen Viren schon mal, Herpes oder regelmäßig Gürtelrose oder irgendwelche anderen Sachen, wo ich so sage, sorry, aber da muss man halt auch ein großes Immunprofil machen mit der TH1 und TH2-Balance, also wie das Immunsystem aufgestellt ist und so weiter. Und das kostet halt alles wirklich. Also da kann ich ja nichts dafür. Die kommen ja zu mir, weil sie was wollen und ich brauche das halt zum Arbeiten. Das tut mir halt leid, weil ich mache mir manchmal viel zu empathische Gedanken, ehrlich gesagt. Das nervt mich, weil eigentlich ist es gar nicht meine Aufgabe, mir da Gedanken zu machen, wie die anderen sparen können. Es nervt mich so, dass ich da so nah dabei bin, weil ich immer so versuche, das günstig zu machen. Und dadurch setze ich halt noch länger immer an den Supplementplänen, weil ich da Tetris spiele, womit man sich vielleicht ein, zwei Supplemente noch sparen könnte, weil das vielleicht da drin ist und so. Ich spiele da so lang Tetris. Eigentlich könnte es mir scheißegal sein, weil dann sehe ich halt andere, die kommen von einer anderen Blutanalyse. Und die kriegen so ein Larifari, wirklich so einen Standardplan ausgedruckt mit nimm Zink, 25 Milligramm, nimm Vitamin D, 1000 internationale Einheiten oder so. Denke ich so, boah, da würde ich ja wirklich auch nur eine halbe Stunde dran sitzen. Also manche machen sich das so leicht. Also ja, naja, habe Ich ich kann ja deine vielleicht mal Frage meine beantwortet? Erfahrung von dem Ganzen. Ich habe es ja jetzt einmal durchgemacht mit dir. Ich war natürlich auch erstmal erschreckt von den Kosten, die auf einen zukommen. Also nicht jetzt deine Kosten, dein Honorar, das ist absolut gerechtfertigt gewesen. Natürlich machst du es nicht umsonst und der Stundenlohn, wie gesagt, den wollen wir mal gar nicht ausrechnen. Aber die Blutwerte waren natürlich teuer. Aber ich habe mir halt in dem Moment dann auch gedacht, okay, das ist jetzt einmal teuer. Aber es ist halt wie mit dem Auto. Wenn der Zahnriemen gemacht werden muss, dann wird es halt einmal teuer. So, und in mein Auto bin ich dann bereit, das zu investieren, weil ich ja irgendwie von A nach B kommen muss, aber in den Körper halt nicht. Das war dann auch so meine Überlegung und deswegen habe ich es halt gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch man merkt, wie viel Zeit du dir nimmst, man merkt, wie viel Hirnschmalz da reinfließt und dass es wirklich auch mal Hand und Fuß hat. Und auch wenn es dann in dem Moment halt mal eine Ausgabe ist, wofür ich jetzt vielleicht auch mal eine Woche nach Malle hätte fliegen können, vielleicht, ist es das vielleicht sicherlich wert, ne? Ja, also es ist ja natürlich. Und ehrlich gesagt schraube ich meine Kosten auch immer mehr hoch, weil ja, du hast ja gesehen, wie lange ich da dran sitze. Und natürlich, also weiß nicht, aber es lohnt sich halt einfach, weil ich sage immer so, was ist denn die Konsequenz? Also du hast ja das Problem. Also gut, wenn der Leidensdruck noch nicht so groß ist und du sagst, okay, dann fahre ich lieber nach Malle, dann fahr lieber nach Malle, ne? Also es gibt ja viele, wie gesagt, Prioritäten. Aber dann irgendwann, desto länger du ja mit deinen Beschwerden rumläufst oder nichts machst, werden die ja größer. Das ist so, wie wenn du mit einem kaputten Auto zu lange so denkst, ah, es geht noch, es macht komische Geräusche, scheiß drauf, Radio laut, Warnleuchte, Überkleben und so weiter. Das fährt noch lange weiter, das Auto oder der Körper. Aber irgendwann hast du halt einfach einen Totalschaden und das ist dann wirklich teuer. Das ist wirklich Genau. teuer, als wenn du einmal kurz das Öl gewechselt hättest oder so.
Ja, deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wirklich alle Signale wirklich ernst zu nehmen und früh zu reagieren. Also der Körper, wenn man den nicht kommt, wenn der Körper nicht schon komplett entzündet ist oder wir komplett körperfremd unsere Signale ignorieren, eigentlich ist der Körper so schlau, der sagt uns wirklich alles. Der sagt uns alles. Hast du Kopfschmerzen? Schläfst du schlecht? Hast du Schweißausbrüche in komischen Momenten? Ist dein Urin dunkel, hell? Wie ist die Stuhlkonsistenz und so weiter? Der Körper sagt uns halt einfach immer, was los ist oder ob da ein Problem ist. Und wir dürfen diese Signale halt einfach nicht ignorieren oder mit irgendeinem Medikament überkleistern. Weil das ist Ja. ja die Sprache des Körpers. Er hat ja nicht und sagt so, übrigens, meine Leber ist gerade ein bisschen überlastet, kannst du bitte nicht so viel rauchen und so, also bitte ein bisschen runterschrauben oder so. Das kann sie ja leider nicht sagen. Die muss das ja irgendwie anhand von Müdigkeit oder irgendwelchen Verdauungsproblemen, Sodbrennen oder sonst was zeigen. Also es geht halt leider nicht Ja. anders. Ja. Und dann halt, wenn man das Ganze macht, muss man auch die Bereitschaft haben, was ändern zu wollen. Ich Ja, kann jetzt eben. nicht Das sagen, hier, jetzt habe ich die Blutwerte abgenommen, ich habe die Christina geschickt, die hat ja auch da Arbeit gemacht und jetzt bin ich beruhigt, dass ich mich darum gekümmert habe, so nach dem Motto, hier, ich habe was getan, jetzt mache ich einfach mal genauso weiter, sondern da kommt natürlich dann was zurück, pass mal auf, das und das könnte man anpassen. Ja, und da muss man halt auch bereit sein, vielleicht nicht für alles, aber so gewisse Dinge halt auch einfach mal anzupassen. Und man muss sich dann vielleicht auch mal offen damit auseinandersetzen, macht vielleicht so eine Trinkwasseranlage Sinn. Macht vielleicht es auch mal Sinn, hier gewisse Dinge auszuprobieren oder meine Wohnung vielleicht ein bisschen umzustellen oder so. Es ist vielleicht unbequem in dem Moment, aber darum geht es ja bei sowas. Es geht ja nicht darum, um nochmal zum Anfangspunkt zurückzukommen, dass ich ein Blutbild mache beim Coach, um dann irgendwie das Gefühl zu haben, der kümmert sich, ich bin gesund, um dann den Persilschein zu haben nach dem Motto, jetzt kann ich mir alles reinknallen, reinfeuern, weil mein GGT, mein GOT waren gut oder waren gar nicht so schlimm. Und jetzt habe ich den Freifahrtschein, um mir halt alle möglichen chemischen Substanzen mit irgendwelchen fragwürdigen Trägerölen aus irgendwelchen ULABs in die Muskulatur zu jagen. Das ist es ja nicht. Also wenn ihr wirklich sagt, ich möchte gucken, dass ich gesund bin, dann muss man auch an diesem Weg gehen. Ja, also genau, zwei Punkte habe ich dazu. Also erstmal das, ganz, ganz wichtig. Mittlerweile frage ich auch wirklich bei Leuten, die mir auf Instagram schreiben und ich gucke mir deren Profil kurz an und ich sehe, also mir hat zum Beispiel eine, die also auf Instagram vielleicht ein bisschen größer ist mittlerweile geschrieben und natürlich, die hat natürlich einen anderen Druck dahinter. Das ist so ein Beauty-Kanal, wirklich so richtig fancy Bilder. Richtig viel Make-up natürlich, Haare, Augenbrauen gemacht, Wimpern gemacht, natürlich Lippen gemacht, alles Mögliche und so weiter. Und wenn dann natürlich jemand zu mir kommt, keine Ahnung, und dann sehe ich da hormonelle Beschwerden oder so, dann frage ich den Menschen halt erstmal, weil natürlich ich nehme das Geld gerne oder was heißt gerne, so bin ich eigentlich gar nicht, aber deshalb frage ich davor, ich helfe dir sehr gerne, aber bist du denn bereit, das aufzugeben, was dich krank gemacht hat? Viele, also wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Einfach nur diese Frage: Bist du bereit, das aufzugeben, was dich krank gemacht hat, um wieder gesund zu werden? Bei ihr ist dann, indem man vielleicht dann Hyaluron, Botox und keine Ahnung was reingeflogen ist, wo du halt sagst, ich brauche das eigentlich, um meinen Kanal aufrechtzuerhalten, ne? Genau eben, Ja. deshalb sage ich aber gerade bei so welchen Leuten, wo ich sehe, ich verstehe, also ich verstehe, dass du das brauchst, du hast dir damit was aufgebaut und das ist ja auch deine Existenz. Aber ich weiß dann nicht, ob ich die Richtige bin, weil ich bin Ja. ehrlich. Ich bin halt komplett ehrlich und ich muss dir halt einfach sagen, du musst, also dein Körper, wir sind, also meine Schwester und ich haben letztens den Gag gemacht, dass man heutzutage mit dem Trinkwasser verhüten kann. So, wie verhütest du denn ja mit Trinkwasser? Nee, aber weil wir heutzutage halt einfach so vielen Hormonen wirklich ausgesetzt sind durch unsere Creme und so weiter, sind überall Xenohormone drin. Und deshalb ist es, also heutzutage diese ganzen Hormonstörungen, das ist ja krass. Wer hat heutzutage denn einen guten Zyklus? Wer hat in der zweiten Zyklushälfte genügend Progesteron, dass er keine schmerzhafte Periode oder spannende Brüste oder extreme PMS, Wassereinlagestimmungsschwankungen und so weiter hat? Heutzutage ist es halt wirklich schwierig. Und deshalb ist es ganz wichtig, bist du bereit, das aufzugeben, was dich krank gemacht hat? Wenn nicht, dann musst du halt Schadensbegrenzung betreiben. Aber es geht halt einfach nicht, dass die Leute erwarten, dass sie von mir jetzt irgendeinen Wunder-Supplement-Plan kriegen, weil einwerfen können sie immer, dazunehmen geht immer, aber nicht weglassen. Also die Leute sind ja eher bereit, okay, ich kaufe mir meinetwegen für Millionen von Geld Peptide,
Supplemente und so weiter. Und ich spritze mir lieber alles rein, anstatt irgendwas zu ändern, um irgendwie zu kompensieren. Aber das ist halt wirklich nicht mein Ansatz, weil ich gehe wirklich auf alle Ebenen ein, was du im Lifestyle ändern kannst und so weiter. Und natürlich, das sind alles, was man selber machen muss, ist ungemütlich. Leider sind ja sogar kostenlose Sachen, die ich sage, wie man seinen Schlaf optimieren kann, seine Verdauung. Das sind alles kostenlose Sachen. Aber leider sind die am anstrengendsten, weil darauf niemand Bock hat. Niemand hat Bock, sein Handy rechtzeitig wegzulegen oder aufs Licht nachts zu achten und so weiter. Darauf hat niemand Bock. Es ist einfach und kostenfrei, aber darauf hat niemand Bock. Und das ist halt leider die Sache. Also man muss halt wirklich bereit sein, auch was zu ändern. Und was mir also ich mag zum Beispiel auch nicht Leute, die in einer Anamnese schreiben, dass sie fast am Tag eine Packung Zigaretten rauchen. Dann denke ich so, solchen Leuten kann man eigentlich schon fast gar nicht helfen. Manche Ärzte sagen ja auch wirklich, die behandeln keine Raucher, wenn die nicht bereit sind, aufzuhören zu rauchen, weil Rauchen killt halt einfach alles heutzutage. Es ist halt wirklich, wirklich krass, keine Ahnung. Und ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt habe ich wie immer natürlich vergessen. Macht nichts. Wir kommen heute, Ja. glaube ich, langsam Richtung Ende, weil du um 13 Uhr weiter musst. Deswegen würde ich ganz gerne mal so als Takeaway-Message vielleicht zusammenfassen wollen. Es ging jetzt nicht darum, alle Coaches hier schlecht zu reden. Definitiv nicht. Es kann sehr, sehr viele Coaches geben, die das ernst machen, ernst meinen, die sich fortbilden, die da wirklich Herzblut und auch Zeit und so reinstecken, um ihre Kompetenz zu erweitern. Mir ging es halt nur darauf, genau das anzusprechen, was du meintest, um diese Fragerunden. Um dieses, es muss mittlerweile in jedem Coaching Blueprint gemacht werden, wenn die Expertise halt gar nicht wirklich da ist. Und deswegen ist für mich, glaube ich, diese Takeaway-Message, Leute, wenn ihr euch einen Coach holt, dann erwartet nicht, dass der ausgebildeter Mediziner, Biochemiker oder Heilpraktiker ist und eure Blutbilder wirklich expertenmäßig auswerten kann. Es hat einen Grund, dass zum Beispiel ein Domme sich jetzt auch einen Fabian fürs Training geholt hat und Max für die Ernährung. Ja, also jeder hat so seine Expertise und sein Fachgebiet. Und wenn ihr wirklich mal so eine richtig gute Auswertung von dem Blutbild haben wollt, dann gebt die Verantwortung vielleicht nicht zu eurem Coach ab, der halt irgendwie vielleicht 100 Blutbilder auf Grundlage von bestimmten 10 Werten oder so ausgewertet hat, sondern investiert vielleicht mal ein bisschen und schaut mal, dass Leute wie zum Beispiel eine Christina oder wie andere Heilpraktiker, Mediziner und so weiter da mal ein professionelles Auge drauf werfen. Weil diese Fragen mit, das und das sind meine Blutwerte, welche Werte soll ich abnehmen, die kriege ich wirklich in jeder Fragerunde. Und diese Arbeit mit dir, Christine, hat mir da wirklich schon mal ein bisschen die Augen geöffnet. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Also, ja, also wie du sagst, einfach mal hinterfragen. Also, selbst wenn man mit seinem Coach ein Blutbild abnimmt, es schadet ja auch einfach nicht mal nochmal jemand anderes drüber schauen zu lassen. Also, kann sich ja die Meinung von seinem Coach einholen, wenn er sagt, okay, gut, aber ich würde mich mit dem Gut nicht immer sofort vielleicht ja, zufriedenstellen und vielleicht einfach mal, ja, gut, kann ja auch nochmal jemand anderes drüber gucken. Aber da ist Also, es ja dann meistens schon zu spät, weil gewisse Werte ja gar nicht abgenommen worden sind, die vielleicht ja, interessant natürlich. wären. Aber wenn man sich auskennt, sieht man da ja schon Parallelen. Und wie gesagt, an der Anamnese weiß man dann ja, okay, bist du denn bereit, vielleicht nochmal 3, 4 Werte darüber hinaus? Manchmal fehlt ja gar nicht so viel. Ja. Also die Hormone, Nebenniere-Schilddrüse wird ja oft schon abgenommen. Und da fehlt ja manchmal nur so, was man obendrauf abnimmt. Aber halt nicht zu lange warten, weil Blut ist halt eine Momentaufnahme. Und deshalb, wenn jemand mit Werten von vor einem halben Jahr kommt, also sorry, leider muss man dann halt nochmal Geld bezahlen. Deshalb kümmert euch da rechtzeitig drum. Und ja, hinterfragt einfach mal alles, welche Kompetenz dieser Mensch überhaupt hat. Auch bei mir. Natürlich, ich habe keinen Arzttitel und so weiter. Auch bei mir darf man gerne hinterfragen, was ich mir denn alles für Ausbildung oder sonst was angeeignet habe. Natürlich. Niemand sollte jemanden irgendwie blind vertrauen. Deshalb, ja, also sehr, sehr gerne. Das Ja, muss nur weil man sie halt eine Brille auf hat, heißt es nicht, dass sie gut ist. ja, vielleicht sind da ja auch gar keine Sehstärke drin. Man darf nie den ersten Blick trauen, also. Ja. Ja, aber genau das ist halt die Aussage, ne? Nur weil die Person jetzt 20.000 Follower auf Instagram hat und da vielleicht mal 100 Leute auf die Bühne gestellt hat, bedeutet das nicht, dass diese Person gleich den Facharzttitel hat. Ja. Das vielleicht so als wirklich Takeaway-Message. Christina, ich danke dir für diesen super unvorbereiteten, aber trotzdem echt, glaube ich, ergiebigen und schönen Podcast. Hoffe ich. Ich glaube, dass zumindest mit dieser Takeaway-Message wir einigen Menschen vielleicht ein bisschen geholfen haben. Hoffe ich zumindest. Oder dass einige Menschen zumindest mal drüber nachdenken.
und bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Wenn ihr weitere Folgen oder sowas mit Christina wünscht, die Dame ist wirklich ein wandelndes Lexikon. Ich habe nicht ohne Grund mit ihr vor 2 Tagen, 2,5 Stunden alleine über mein Blutbild telefoniert. Danke. Dann haut das mal in die Kommentare. Wir können auch, wie gesagt, über andere Dinge reden. Was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist die Folge. Und da möchte ich jetzt mal auf einen anderen Podcast-Kanal, nämlich den von Johanna, verweisen, wo Christina mit Johanna über Darmgesundheit gesprochen hat. Und das war auch wirklich dann der Grund, warum ich mal gesagt habe, ey, mit der Dame muss ich mich mal ein bisschen weiter auseinandersetzen, weil wir so viele, da waren so viele Dinge drin, wo ich gesagt habe, so abends zum Beispiel den Magerquark, Rice Meal vor dem Training, nach dem Training, wo ich gedacht habe, irgendwie macht das, machen irgendwie alle. Diese Frau ist so interessant, mit der muss ich mal sprechen. Hört euch die Folge auf jeden Fall auch mal an. Und wenn ihr, wie gesagt, andere Wünsche noch habt, dann bemühe ich mich, Christina nochmal für ein Gespräch zu gewinnen. Danke, Christina, wo kann man dir folgen? danke. Bei Instagram. Ich bin da jetzt nicht die aktivste, aber ja, kann man mir auch gerne folgen. R-Christina und dann I hinten dran. Ich frage mich nicht, wie dieser Name entstanden ist. Keine Ahnung. Also da kann man mir gerne folgen. Ansonsten, ja, gibt es auch gar nichts anderes. Und ich Eigentlich kann eine dich richtig. Schande. Eigentlich Ja, müsstest also. du einen YouTube-Kanal oder irgendwie sowas haben oder irgendwie so eine Patreon-Seite, wo man für ein Monatsabo ein bisschen Content von dir genießen kann, weil das, was du da, wie gesagt, dir angearbeitet hast, willst du vielleicht auch gar nicht preisgeben, ist ja auch vollkommen gerechtfertigt, aber das Also, ist, ja. ich glaube, man, wenn man mich so kennenlernt, weiß man, dass ich im, also erstmal eher bescheiden bin und zweitens auch, ich bin halt auch oft mit meinem Wissen gar nicht zufrieden. Also wie gesagt, deshalb ich wieder das mit der Kompetenz, ne? Ich finde, es gibt viel kompetentere Leute, weshalb ich so denke, warum soll ich denn noch einen YouTube-Kanal machen? Und dann sehe ich wiederum andere, wo ich so denke, der sollte lieber leise sein und keinen YouTube-Kanal machen. Es ist immer so rum, ne? Die Leute, wo ich so denke, boah, der könnte mehr machen, der macht nichts. Und die, wo ich so denke, boah, was labern die für eine Scheiße, ne? Und die haben dann einen Instagram-Kanal, wo so viel, oder YouTube-Kanal, die immer über jedes Supplement reden, über jede Tipps. Und so denke ich so, Mann, das ist wirklich immer genau andersrum. Aber ja, genau so ist es halt bei mir auch. Aber ja, und der Podcast bei Johanna auch über die Pille ist vielleicht auch gerade für die Frauen sehr spannend. Ja, wie Der. gesagt, da hast du 2, 3 Folgen rausgehauen, die wirklich, wirklich gut sind. Und da hat Johanna auch einen super Job gemacht. Also von daher schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Vielleicht verlinke ich die Folge sogar hier unter, wenn ich dran denke. Ansonsten folgte Christina. Da gibt es zwar nicht so viel Wissenswertes, auch eher so Auto-Rant-Stories, aber die sind auch sehr entertaining. Aber wie gesagt, wenn ihr da Christina folgt oder irgendwann mal das Bedürfnis hat, mit ihr zusammenzuarbeiten, das kann ich wirklich nur empfehlen. Danke. Ich danke dir für deine Zeit und ich danke euch fürs Zuhören. Abonnieren, kommentieren und die Folge teilen, weil ich glaube, das war wirklich eine der wichtigsten Folgen, die ich hier je aufgenommen habe. Und von daher, bildet euch breiter, schiebt den Algorithmus ein bisschen an, lasst diese Folge mal ein bisschen durch die Gegend fliegen und vor allem lasst Liebe da. In dem Sinne, danke dir, Christina, und danke euch. Macht's gut. Ciao. Danke, ciao.